Hallo, ich habe euch mal ein Thema mitgebracht, heute über künstliche Intelligenz zu reden. Ich weiß noch nicht genau, wo das hinführt, aber ich versuche es einfach mal, versuche einfach mal anzufangen. Ich habe neulich mit einem Kumpel zusammengesessen und da hatte sich gerade so eine gebackene Kartoffel mit Gemüse und so und Reis ja. Weiß ich gar nicht, was da genau drauf war, dass ich geholt und hatte mir was abgegeben. Und er war total dankbar. Und habe ich so zu ihm gesagt, du bist keine KI, du bist ein Mensch. Und dann sagt er, ja, spannendes Thema. Wie können wir eigentlich rausfinden, ob das, was da gerade erzählt wird oder gechattet wird oder wie auch immer, ob das ein Mensch gechattet hat oder ob das KI ist. Da müssen wir heute tatsächlich wirklich aufpassen, wenn wir irgendwelche Messages über Telegram oder WhatsApp kriegen. Das kann sein, dass die da ein bisschen KI benutzen und keine Ahnung. Ich weiß es von der Dating-Seite, da wird kräftig mit den Männern gechattet, damit die schön bei der Stange bleiben und bezahlen. Und das ist ein Problem, wofür das von der KI verursacht werden kann. Es liegt aber nicht an der KI, sondern es liegt an den Menschen, die geldgierig sind, weil wir alle Geld verdienen müssen, um zu überleben. Größeres Problem sehe ich da aber noch woanders. Wie auch immer, ich habe ein kleines Beispiel. Und zwar, ich habe zwei Bekannte, die felsenfest behaupten, die flache Erde ist die richtige Theorie, statt die Theorie des Globus. So, und da ich am Meer aufgewachsen bin und einen Sonnenuntergang beobachtet habe, schon öfters, was vielleicht den Städtern vorenthalten ist, weil sie nie einen Sonnenauf- und Auf- und Untergang sehen. Also nicht den, wo die Sonne hinterm Horizont verschwindet, sondern hinterm Haus oder so. Deshalb glaube ich immer noch fest an den Globus. Bin aber offen für die Möglichkeit, dass wir belogen werden. Also glaube ich sehr offen. Nach dem, was wir hier während der großen Schnupfenzeit, wie wir da belogen wurden. Also da bin ich sicher, dass die NASA uns auch belügt. Mondlandung ist für mich in Hollywood gemacht. Das kann nicht real sein. Das glaube ich einfach nicht. So. Also die Mondlandung war ungefähr zu meiner Zeit, wo ich geboren wurde. Und das ist jetzt 60 Jahre her, fast 60 Jahre. Und da hatte die NASA anscheinend so Technologie. Und heute schaffen sie das nicht, das zu wiederholen. Irgendwie, ne? Also das finde ich sehr merkwürdig. Ja, ich habe sogar einen Kumpel, der war getriggert, weil ich immer noch an die Globustheorie glaube und er stark an die flache Erde. Und da habe ich mir schon mal einen Teil gedacht, wenn das ihn triggert, dann kann er eigentlich gar nicht im Recht sein, dann kann das nicht die Wahrheit sein. Also das spüre ich so. Und aber trotzdem, ich bin offen dafür, gerade weil wir angelogen werden von der NASA und über Aliens und all sowas und UFOs und oder was heißt angelogen? Die Information wird uns einfach nicht gegeben, die da gesammelt wird. Zum Beispiel Area 51. Gibt es keine Dokumentation darüber. Es wird alles strikt geheim gehalten. Deshalb, also das ist wie eine Lüge. Ne? Und deshalb sehe ich das skeptisch. Und da habe ich mich neulich mal ein Video noch gesehen, das wurde mir zugespielt. Da waren so ein paar Sachen, könnte ich sagen, ja, so ein Teil von flacher Erde, das könnte schon sein. Und dann habe ich mir den Spaß erlaubt, habe mal die KI gefragt, also ChatGPT. Und da ist mir was aufgefallen, da meinte, also ChatGPT ist, also die KI ist der Meinung, dass das, was die Wissenschaft festgestellt hat, die Wahrheit ist. Und da wollte ich philosophisch mit der KI darüber sprechen und ihr sagen, nur weil die Wissenschaft das feststellt, heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist. Zum Beispiel, Globus ist nur eine Theorie, das hat noch keiner bewiesen. Also es gibt keine Beweise dafür. Außer vielleicht, und das fand ich spannend, das hat mich dann wieder abgeholt, die Mondfinsternis. So. Nun bin ich mir nicht sicher, habe ich tatsächlich schon mal eine Mondfinsternis gesehen, aber das war, glaube ich, eine Sonnenfinsternis. Also da, wo die Sonne dunkler wird, weil der Mond sich davor schiebt. Das geht auch auf der flachen Erde.
Und im Mondfinsternis, dieser Blutmond, weiß ich nicht, ob ich ihn wirklich gesehen habe oder ob der nur aus der Propagandaszene kommt. Könnte natürlich sein. Und ja, deshalb hatte ich halt eine Diskussion die Diskussion mit der Kariwelta geführt. Das ist mal ganz spannend, mit was wir das da dann zu tun haben. Und habe ich die KI versucht zu sagen: Stell dir vor, du wärst jemand, der an die flache Erde glaubt, oder stell dir vor, die Wissenschaftler hätten bewiesen, dass es die flache Erde gibt. Erklär mir mal einen Sonnenuntergang oder erklär mir mal den Blutmond oder ne, so oder erklär mir, warum, wenn die Sonne da hinten ist auf einem anderen Kontinent, warum es dunkel ist, aber der Mond hell beleuchtet ist, der ja noch weiter weg ist. Also die Sonne schafft es nicht, die Gegend zu beleuchten, in der ich mich befinde, aber der Mond, der noch auf der anderen Seite ist, noch viel weiter weg von der Sonne, der leuchtet hell, dieser Vollmond. Ne? Da haut die flache Erde-Theorie nicht hin. Habe ich die KI versucht zu fragen, stell dir vor, du wärst in der Lage, oder du wüsstest, dass flache Erde wahr ist, und erklär mir mal bitte dieses Phänomen. Und da hat die KI vehement behauptet, dass flache Erde nicht wahr wäre, die Wissenschaftler hätten das bewiesen und das und das. Und sage ich, was wäre, wenn ein Forschungsteam einen Auftrag bekommt, also Forschungsgelder, um ein bestimmtes Gebiet zu erforschen? Was ist wahrscheinlicher, dass sie das erforschen, wofür sie bezahlt werden, oder das Gegenteil? Und da hat die KI die hat dagegen gekämpft, dafür eine Antwort zu geben. Obwohl eigentlich rein mathematisch, statistisch gesehen, sollten eigentlich die Forscher, meiner Meinung nach, genau das rausfinden, wofür sie bezahlt werden. Wenn sie es denn irgendwie so machen können, dass andere Wissenschaftler das auch glauben, so für Peer Reviews. Und ja, und da war die KI vehement, hat sie mir versucht zu erklären, das kann aber nicht sein, weil die Wissenschaftler arbeiten ordentlich und dies und das. Und ich musste da so mal an Pfizer denken oder an die Gesundheitsindustrie, die Krankheitsindustrie, die immer neue Krankheiten erfinden, damit sie neue Medikamente auf den Markt bringen können. Die kriegen bestimmt Forschungsgelder, um dit und dit zu erfinden, zu finden, was es noch nicht gibt vorher. Kann ich mir gut vorstellen. So denke ich über diese Industrie. Obwohl sie bestimmt auch gute Sachen haben, also und bestimmt noch tolle Pillen und sowas, die wirklich helfen. Drum sehe ich, also ansonsten, was die KI macht, ist super. Die hilft mir beim Programmieren, die hilft mir beim Übersetzen. Ich habe gerade eine App geschrieben, die kommt in 6 Sprachen raus, weil ChatGPT mir das alles wunderbar übersetzt hat. Ich habe so XML-Strings geschickt und übersetzt mir das in Portugiesisch, Spanisch und so weiter. Das kommt immer auf Knopfdruck, also das ist super. Und das ist akkurater wie Google. Also ich sehe ja auch die deutsche Übersetzung, ich gebe das immer in Englisch ein, sehe dann die deutsche Übersetzung. Da ist natürlich alles mit Sie und nicht in Du-Form, sodass ich es immer anpassen muss. Aber könnte das der KI auch sagen, dass sie das in der Du-Form machen soll. Und da sehe ich halt, wie akkurat das übersetzt wird. Ja, besser wie Google Translate. Ja, und auch Bilder, hier dieses Midjourney hat wunderbare Bilder, konnte ich damit machen. So, aber jetzt zurück zu der Problematik, die da entstehen könnte, wenn jetzt die KI von Menschen benutzt wird, die uns framen wollen. Ne? Ich denke jetzt mal nicht an die Regierung, ich denke jetzt mal an Firmen, die Umsatz machen wollen. Okay, ich denke ich doch an die Regierung. Ich denke jetzt mal an BlackRock, ich denke jetzt mal an die Pharmaindustrie, die uns einfach ihre Wahrheiten auftischen wollen. Da gab es dann so einen Bericht, dass die Rockefeller Stiftung damals den Schülern Bücher gegeben hat mit ihrer Wahrheit, also Schulbücher. Und die haben sie von Apple und Ei gekriegt. Und kann man natürlich vermuten,
dass die den Kindern da eine bestimmte Denkweise mitgeben. Ne? Könnte ja sein. Das ist die Gefahr, dass diese großen Firmen, die dann auch viel Kapital haben und das auch mehren wollen, vermehren, dass die KI benutzen, um uns Menschen zu indoktrinieren. Wenn es die Lehrer nicht schaffen, die können das. Also die können es zumindest versuchen. Und das machen sie auch, machen sie heute schon. Also das, was in den, wie heißt das? Wenn du liest, was in der Zeitung steht, weißt du nicht, was in der Welt passiert, sondern nur das, was in der Zeitung steht. Also da wird es nämlich schon, nehme ich an, schon benutzt. Und KI kann auch benutzt werden, um, wenn du dich zum Beispiel, wenn du die KI ausfragst, was wäre denn jetzt eigentlich eine gute Partei zum Wählen? Keine Ahnung, wenn man nicht in der Lage ist, sich da selbst Gedanken drüber zu machen. Und dann kann die Parteiprogramme zusammensuchen, oder was weiß ich. Na? Und die würde zum Beispiel, nehme ich mal an, wenn jetzt die von der CDU gesponsert wäre, diese KI, oder ich gehe noch weiter zurück, da KI, meistens die große ChatGPT zum Beispiel, die kommt ja aus den USA und die vertritt natürlich die Interessen der USA, nehme ich einfach mal an, weil sie von der US-Firma uns zur Verfügung gestellt wird, dass die uns unsere Politik schon da in eine gewisse Bahn werfen. Da wird zum Beispiel die AfD wird da bestimmt auch da mundtot gemacht. Habe ich noch gar nicht probiert. So, nehmen wir mal die Vorteile von dem AfD-Parteiprogramm oder sowas. Wird wahrscheinlich in eine leere Liste kommen. Müsste ich mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber da wird dann wahrscheinlich kommen, ne, dass die in die rechte Szene einzuordnen sind und dies und das. Und kann ich mir gut vorstellen. Weil sie höchstwahrscheinlich mit ihrer oppositionellen Art nicht von Washington gewollt ist. Und wenn ich sage, nicht von Washington gewollt, dann ganz einfach aus dem Hintergrund, Deutschland ist mal noch besetzte Zone. Deutschland gehört zu Amerika, zu der USA. Und deshalb läuft die Politik hier halt nach dem Muster, wie Washington das will. Ne? Und dafür, für solche Dinge kann die KI missbraucht werden. Das zum Beispiel, wie gesagt, was eine Theorie und die wird von der KI zerschmettert, einfach mit dem Hintergrund, dass die KI immer der Meinung ist, dass das, womit sie gefüttert wurde, dass das die Wahrheit ist. Und das wissen wir alle, dass das nicht so ist. Weil es Zensur gibt auf dieser Welt. Das ist nicht nur in China so, sondern das gibt es mittlerweile, zumindest in Deutschland habe ich so mitgekriegt, dass es da Zensur gibt. Auf Facebook habe ich es mitgekriegt, da werden Beiträge zensiert. Einfach nur, weil sie gegen die Maßnahmen, wenn Leute was gegen die Maßnahmen geschrieben haben, dann wurde es zensiert und weg. Weil das nicht im Sinne einiger geldgebenden Institutionen ist. Und ne, ich denke jetzt mal an die WHO. Ja, also da hat auch der Hariri hat ein Video rausgebracht neulich, der hat dann auch das mal erklärt. Also das ist eigentlich nur noch eine Zusammenfassung von dem, was Hariri gesagt hat, dass man die KI für sowas nutzen kann. Und mit meinem Wissen über die KI, weil ich sie selber benutze, kann ich mir vorstellen, dass das gefährlich ist. Also wir müssen als Menschen, als Menschheit immer noch wachsam sein, gerade wenn wir irgendwelche Filme sehen ich denke da gerade so an ein Kriegsszenario. Da ist ein Film, da wird gezeigt, irgendwo wird ein Land angegriffen. Und das ist so täuschend echt, dass wir das einfach glauben, dass da Krieg stattfindet. Obwohl in Wirklichkeit ist das nur ein computergeneriertes Video. So wie es ja auch diese Kriegsberichterstattung gibt, wo ein Mensch zu sehen war, der in mehreren Schauplätzen gleichzeitig war, also Schauspieler.
dass diese Szenarien gar nicht stattfinden, sondern nur dazu da sind, um es Angst zu machen, um es klein zu halten, um für Spenden aufzurufen, für Hilfspakete, Care-Pakete. Habe ich gestern gerade gesehen, großes Plakat in der U-Bahn, hat einer so ein dickes Paket, irgendwie was für die Ukraine, wir sollen da was spenden und sowas. Wissen wir, ob das da ankommt, an die Leute, die es brauchen, wissen wir nicht. So, ist eine riesen Marketingkampagne. Wir wollen einfach Leute einfach nur Geld machen. Kann das sein, dass das tatsächlich welche sind, die Spenden 1:1 weitergeben? Kann ich mir mal nicht vorstellen. Zumindest werden sie nicht 1:1 weitergegeben, sondern davon werden auch erstmal die Mitarbeiter und die Werbekosten bezahlt. Verständlicherweise. So. Ja, also da müssen wir alles hinterfragen, immer mehr alles hinterfragen, wenn wir irgendwie Videos sehen, keine Ahnung. Hab da neulich so ein Video gesehen über Biden und da habe ich mir gedacht, ja, die wollen da den gerade absägen oder sowas. Kann nicht sein, dass der so einen Scheiß gemacht hat, ne? Was auch immer das war. Ich möchte es gar nicht wiederholen. Da habe ich gesagt, warum teilst du sowas hier auf Telegram? Weißt du, dass das wahr ist? Heutzutage kann alles ein Fake sein. Das ist das Schlimme, dass die Menschen einfach sensationsgeil sind. Jetzt gibt es viele YouTuber, die wollen Einfluss gewinnen, die reichen so einen Scheiß einfach ungefragt weiter oder unrecherchiert. So. Gerade seht ihr mit Till Lindemann. Der ist nicht mal verurteilt, ist nicht mehr angeklagt gewesen, aber alle ziehen über den her, der ist Thema. Da habe ich mir schon gedacht, das ist bestimmt eine Werbekampagne von Rammstein. Wer weiß, ne? Weil deren Konzerte sind ausverkauft. Kann aber auch sein, das hatte mal jemand gepostet, weil sie in Russland aufgetreten sind. Ich habe keine Ahnung, ob das wahr ist. Und wenn sie es getan haben, dann sind sie Russenfreunde und dann sind sie natürlich hier in Deutschland. Dann muss man sie down machen. Das geht ja gar nicht. Ja, also da müsst ihr echt aufpassen. Sonst Scheiß würde ich nicht glauben. Da lade ich euch ein, den Fernseher, ne? Fenster auf, Fernseher raus, dann werdet ihr schon mal von dem Teil nicht mehr angelogen. Das heißt ja auch Television, Tell-Lie-Vision. Ja? Erzähle eine Lüge oder eine gelogene Version. Dann kann man noch umschalten, die Programme, also kann man seine Programmierung umschalten, also raus mit dem Ding. Und auch YouTube, das sind natürlich auch Kanäle, wo tatsächlich die Wahrheit recherchiert haben und die Wahrheit erzählen. Aber da muss man sich überlegen, interessiert mich das überhaupt? Die Wahrheit interessiert mich schon, aber interessieren mich deren Lügen generell so? Ne? Weil die das versuchen, die Leute, die versuchen, etwas richtig zu stellen, die geben dem, was da falsch gestellt wurde, ja nochmal mehr Fokus. Ja, und wir Menschen, wir konsumieren das, weil wir halt, wie heißt das? Weil wir sensationsgeil sind. Also viele Menschen, ich würde das auch machen. Und sollte uns eigentlich aber nicht mehr interessieren. Und auch wenn ihr so Telegram benutzt oder WhatsApp benutzt. Also bei WhatsApp würde ich fast sagen, Big Brother liest mit. Und kann ich mir auch vorstellen, dass die auch ihre eigenen Messages schreiben über eine KI. Weil Facebook hat auch, also Meta hat auch eine KI-Abteilung. Und ja. Gut, das war's aber. Ich möchte euch nicht weiter mit dem Thema langweilen oder verunsichern, womöglich. Und die Verunsicherung kann ich aber euch wegnehmen, weil wenn ihr wisst, wer ihr seid und wenn ihr nur ein Gespür dafür habt, wer ihr sein könntet, ich meine so das Spirituelle und die Frage mit Gott und wer ist Gott und warum bin ich das und warum seid ihr das und all sowas, ne? Alles wird gut, alles ist gut. Ihr dürft euch nur nicht von dem, was da draußen passiert, verunsichern lassen. Das, was da draußen passiert, ist ja ein Spiegel von unserem Inneren. Und deshalb könnte man mal genau hingucken, was ist das, warum triggert mich das, warum gefällt mir das nicht, warum ändere ich das nicht hier drinnen.
Also die Wahrnehmung. Da ist gerade das Stichwort gefallen, selektive Wahrnehmung. Gerade bei Forschungsgebieten, da sind ja die Wissenschaftler, wo ich vorhin erzählt habe, die haben ja selektive Wahrnehmung. Wir wurden ja in eine Richtung gefördert, finanziell. Die sehen natürlich nicht, was am Rand passiert oder ignorieren das geschickt, weil es nicht ins Budget passt oder weil es nicht gefordert ist. Kann ich mir vorstellen, ich weiß das ja nicht, ich bin ja kein Wissenschaftler. Die selektive Wahrnehmung, ja. Versucht, das wahrzunehmen, versucht mal die Schönheit auf diesem Planeten wahrzunehmen. Ich sehe zum Beispiel gerade, es ist eine fette schwarze Wolke da draußen, ne, wo wir Sommer haben. Erinnert mich aber daran, dass wir vor nicht allzu langer Zeit eine richtig heiße Zeit hatten, eine Dürre. Und das sorgt für Regen, dass die Pflanzen wieder wachsen und wir was zu essen haben. Na, das Essen kommt nicht aus dem Supermarkt. Das muss irgendwo wachsen, ne? Obst und Gemüse. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Tschö.